Hallo. Weltraumspiele erfreuen sich ja mit Star Citizen und Elite Dangerous einer gewissen Beliebtheit mittlerweile wieder. Und wir haben heute hier mal einen feinen Joystick mitgebracht, den wir uns mal ein bisschen anschauen wollen. Das ist der Thrustmaster T1600M. Und hier im Flight Control Package, das heißt, da ist noch eine HOTAS-Steuerung dabei. HOTAS wiederum bedeutet Hands on Throttle and Stick. Das heißt, man hat eine Hand an den Kontrollen hier und die andere Hand am Joystick. Und wie das in dem Spiel funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Für mich persönlich ist es schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal wirklich mit dem Joystick gespielt habe. Das war noch zu seligen Free Space 2 Zeiten. Dafür fällt meine Hand wirklich sofort in die richtige Position. Ich komme an jeden Knopf dran. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hatte früher so ein Joystick mit so vielen Funktionen, hatte ich früher nicht. Dafür finde ich den Preis von 120 Euro, das ist für den HOTAS und den Joystick, finde ich ziemlich fair. Dazu gibt es tatsächlich noch ein Sonderpaket, da sind unten auch noch zwei Pedale dabei. Damit könnte man jetzt auch die dritte Achse des Joysticks, das ist die Gierungsachse, auf die Pedale legen. Ich selbst hatte da ein kleines Problem mit, weil ihr könnt mal gucken, meine Sitzposition ist dafür nicht besonders passend. Da ist mir tatsächlich der Schreibtisch zu niedrig. Außerdem, das ist vielleicht auch noch so eine kleine Sache, die man beachten sollte, mir fehlt da die Koordination ganz einfach. Ich bekomme linke und rechte Hand, kriege ich noch einigermaßen koordiniert. Sobald ich dann aber noch die Füße dabei nehme, das war's. Dann lande ich im nächsten Asteroidenfeld oder so ungefähr. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie man mit dem Ding dann da fliegen kann, denn das ist eigentlich ganz interessant. Wir konzentrieren uns also auf den Joystick und deswegen steigen wir jetzt mal unseren Jäger ein und schauen uns das Ding mal genauer an. Also zuerst mal, es hat vier Achsen, also 1, 2, 3 und hier unten ist noch ein Schubregler für die vierte. Oben sind vier Hauptknöpfe und der bekannte Coolie Head, mit dem ich mich jetzt hier auch mal im Cockpit umsehen kann. Zum Beispiel, also man kann gleichzeitig sich umsehen und in eine andere Richtung steuern, was ganz praktisch sein kann. Wir haben hier unten dazu noch 12 Sonderknöpfe, die wir alle frei belegen können. Die haben auch so eine Markierung, damit man sie auch erfüllen kann im Prinzip, damit man nicht runtergucken muss jedes Mal, was ziemlich praktisch ist. Außerdem kann der Joystick von Links- auf Rechtshänder umgebaut werden und hat dazu unten noch einen Schalter, mit dem wir die Achsen umstellen können. Okay, dann kommen wir hier noch kurz zum Schubregler. Der hat natürlich als erstes mal die Schubachse, die man sehr schön mit der linken Hand dann bedienen kann. Dazu hat er hier noch eine Achse. Das kann man alles frei belegen. Zum Beispiel habe ich hier die Funktion drauf, dass man langsam beschleunigt oder langsam abbremst. Dann sind hier oben noch ein paar Knöpfe. Hier habe ich meinen Boost draufgelegt, hier die Luftbremse. Hier ist noch eine Achse, die man frei belegen kann, beziehungsweise einen Coolie Head. Und hier ist noch eine. Dazu hat man hier an der Seite noch ein Schieberad. Da habe ich meinen Waffenzoom draufgelegt. Und das war es noch lange nicht, denn auf der Seite sind auch noch jede Menge Knöpfe. Die kann man in vier Richtungen schalten. Da habe ich meine Ziele draufgelegt. Und hier unten mit Doppelklick kann ich aussteigen, wenn ich will. Mit der Steuerung kann man also tatsächlich alle Funktionen, die man so braucht, zum Spielen auf die beiden Controller legen. Und dann hat man wirklich eine ziemlich gute Eingabe. Und dafür, dass ich so lange nicht mehr mit dem Joystick gespielt habe, finde ich das schon ziemlich intuitiv. Also ich komme sehr gut damit klar. Vor allen Dingen die Geschwindigkeitsanpassung, die ist wirklich klasse. Ich kann also wirklich auch im Flug bremsen und eine schnelle Kehrtwendung machen, um das Ziel wieder schnell aufzuschalten. Das funktioniert schon wirklich gut. Ich kann meine Primär- und Sekundärwaffen alle sehr intuitiv abfeuern und dann dank Geschwindigkeitsanpassung mich auch immer hinter dem Gegner halten, zum Beispiel hier. Und dann kann ich ihn relativ schnell zerlegen. Also gerade die ganzen Geschwindigkeitsanpassungen und sowas, die kriege ich mit der Tastatur einfach nicht so schnell hin. Und ich muss ganz sagen, auch von der Präzision ist es ziemlich gut. Also ich treffe die Ziele wirklich ziemlich genau. Ich glaube nicht, dass man damit mit einer Maus so große Vorteile hat. Da haben sich die Star Citizen-Fans am Anfang ein bisschen drüber beschwert. Vielleicht ist das mittlerweile auch ein bisschen angepasst worden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das
steuert sich und spielt sich schon echt gut mit dem Joystick und dem Schubregler zusammen. Wie gesagt, mit den Pedalen habe ich noch so meine Schwierigkeiten, einfach weil mir die Koordination zwischen Händen und Füßen fehlt. Aber was mir besonders an dem Thrustmaster 16.000M gefällt, ist die prinzipielle Einsteigerfreundlichkeit. Ihr müsst das Ding also wirklich nur per USB anschließen und könnt sofort losspielen, prinzipiell jedenfalls. Die Steuerung, die Schubsteuerung, die lässt sich auch per USB anschließen und daran werden dann nochmal die Pedale angeschlossen, wenn man denn so will. Man muss dann natürlich ein paar Knöpfe nach seinen Wünschen anpassen, also was weiß ich, Feuerknopf und sowas ist normalerweise richtig, aber die ganzen Zusatzknöpfe, die muss man belegen. Ist also ein bisschen Arbeit, aber es ist nicht allzu schwer. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen genauer haben will, also wirklich im Profibereich, dann gibt es auch noch die Target-Software, die seht ihr hier hinten auf dem Schirm. Hier könnt ihr wirklich jede Achse konfigurieren, ihr könnt von dem Controller alle Achsen und Tasten genau konfigurieren, ihr könnt die Dead Zones festlegen. Also ich gehe jetzt hier mal rein, ihr könnt also wirklich zum Beispiel auch das Ruder einstellen. Wer wirklich in den ganzen Profi-Kram rein möchte, der kann das mit der Software auch. Ist relativ kompliziert einzustellen, aber wenn man sich da reinfuchsen will, dann kann man damit prinzipiell alles machen, was man so braucht. Ich halte den Thrustmaster 16.000M für einen wirklich guten Joystick, vor allem wenn man bedenkt, dass er nicht allzu teuer ist. Der Joystick alleine kostet 60 Euro. Mit der Rotas Schubregelung dazu kostet das Ganze 120 Euro und mit Pedalen dazu ungefähr 220 Euro. Wenn man mal ein bisschen ausprobieren will, okay, wie kann ich überhaupt mit einem Joystick spielen, finde ich das echt eine gute Sache. Vor allen Dingen für Star Citizen und sowas kann man zum Beispiel auch zwei Joysticks benutzen, dann kann man den anderen als Schubregler nehmen. Oder man kauft sich halt den Schubregler dazu und probiert dann halt mal aus, wie weit man damit kommt. Und ich muss persönlich ganz ehrlich sagen, dass ich damit ziemlich gut zurechtkomme und dass ich tendenziell auch zu einem Joystick in Star Citizen oder zum Beispiel Elite Dangerous raten würde. Cooles Ding.